von denen nicht. Paulus und Hinkel hatten sich am Frühstücksbuffet bedient und balancierten mit Tellern und Tassen zu ihrem Tisch, den sie gestern nach ihrer Anreise entgegen der von der Hotelleitung aufgestellten Sitzordnung für sich eingenommen, besetzt und auch schon verteidigt hatten. Paulus marschierte voran, groß, hager, mit vollem Silberhaar, einst Oberstleutnant einer Fallschirmjägereinheit in der damals noch jungen NVA, ein Pionier des Warschauer Vertrages, wie er sich selbst oft bezeichnet. Im Schlepptau seinen langjährigen Reisepartner Hinkel, der es nur zum Feldwebel einer Versorgungseinheit gebracht hat. Der Gulaschkanonier, wie ihn Paulus auch nannte, plump, weil ziemlich übergewichtig und kurzbeinig, hintendrein watschelt. Die beiden fuhren seit 11 Jahren zusammen in den Urlaub. Beide waren Witwer, beide hatten 25 Jahre auf demselben Stützpunkt gedient. Da gab es eine Menge Gemeinsamkeiten und Interessen und Fragen. Zuvorderst die, warum eine schlagkräftige Armee 40 Jahre lang ihre Waffen eingeölt hatte, anstatt sie abzufeuern. Warum die Vorgänge um 1989 nicht verhindert worden waren und man die Hand des Gegners nicht ausgeschlagen hatte. Der westdeutsche Heuchler reichte keine Hände, das wäre gegen seine Natur. Er ließ es bloß so aussehen, darin war er ganz groß im Aussehen lassen. Wir sollten zu dieser Hand hinkriechen. Und wir waren gekrochen. Wir kriechen seit dem Teutoburger Wald Händen hinterher, die versprechen, uns zu streichen. Um ihre Plätze zu erreichen, mussten Paulus und Hinkel durch 2 Salons und 2 Kellnern ausweichen, die aus dem Jagdzimmer auf sie zugeschossen kamen, bis sie endlich ihren Tisch erblickten. Genau unter dem über einem Wildschweinfell gekreuzten Lanzen. Abrupt blieb Paulus stehen, sodass Hinkel beinahe aufgelaufen wäre und nur, weil er jonglierte, mit dem Oberkörper sich zurücklehnend und vorbeugend sein Gleichgewicht austarieren konnte, blieb der Kaffee in der Kanne. Paulus stand wie eine deutsche Eiche, Hinkel wippte wie eine deutsche Weide. Beide sahen entsetzt und mit aus den Augen kriechender Abscheu zu ihrem Tisch, der besetzt war. Und 2x2 Zivilisten. Die Okkupanten bissen in Brötchen, schlürften Kaffee und lispelten so selbstverständlich, dass es erschreckte. Zungen, die gegen Schneidezähne stießen, hatte Paulus schon gehört, aber Zungen, die mit Schneidezähnen dermaßen auf Kriegsfuß standen, gibt es nur einmal auf der Welt. Eins unterhielten sich Menschen, die gar nicht sprechen konnten, die sich eigens mit einem dafür gemachten Tuch den Speichel vom Gesicht wischen müssten. Paulus beugte sich zurück und brummte, an unserem Tisch hocken Dänen. Hinkel wartete zunächst auf weitere Befehle. Paulus' Augen wurden Schlitze, wurden Schießscharten, doch sie hatten sich an den Feind geheftet. Diese Sprache, Hinkel, die vergisst man nie, knirschte er. Breit geklopfte Vokale, gehäkelte Konsonanten, keine Satzzeichen und diese Feuchtigkeit, die spüre ich bis hierher. Ich musste doch mal Urlaub machen, weil meine Frau das wollte. Traumfall. Wo? Fragte Hinkel. Da in Dänemark. Woher denken Sie, kommen Dänen, die lispeln? Sie hörten die Dänen lachen. Die freuten sich tatsächlich ihres Lebens an einem Tisch, der ihnen nicht gehört. Paulus kam noch näher an seinen Begleiter und schnaubte, bei uns geht man damit zum Arzt. Doch ist das Muttersprache. Hinkel war versucht, ja, zu reden. Aber er besann sich schließlich, war gerade Frieden und er stotterte, ja, aber was, aber, die sitzen an unserem Tisch, Hinkel. Die letzten 400 Jahre haben die nur kapituliert. Ihre Weide, Sack und Seele verloren. Das ist ein Volk lispelnder Angsthasen. Ein Wunder, dass es die überhaupt noch gibt. Vielleicht, Paulus, versucht der Hinkel vorzuschlagen, nehmen wir erst einmal den Tisch dort hinten. Mir schläft der Arm ein. Wegen des Kaffees, Hinkel.
nur wegen des Kaffees. Kalt mag ich nicht. Und ich ziehe vor dänischen Scheißzivilisten nicht den Schwanz ein, Hände! Hinkel war froh, endlich das Tablett abzustellen. Er drapierte Honigbrötchen auf seinem Teller, denn die und das Militär waren Hinkels große Leiter. Paulus krönte mehr den Däffchen, sowohl bei der Waffengattung als auch beim Frühstück. Rühre ein mit Speck. Leider waren die Eier lauwarm und der Speck zu glasig. Scheiß Fettküche, hörte man ihn poltern. Hinkel tropfte sich Honig aufs Revers und Paulus, der zwar Adlernase, auch die Adleraugen hatte, observierte jede Bewegung des dänischen Gegners. Gucken Sie, Hinkel, was die alles fressen. Süßes und Saures. Dass bei der Sprache auch die Esskultur gelitten hat, wundert mich nicht. Hinkel genoss sein Honigbrötchen und wechselte das Thema. Sie sagten gestern, Paulus, dass wir Westdeutschland in 30 Tagen platt gemacht hätten. Aber hätten wir da nicht erst West-Berlin überfallen müssen? Natürlich, Hinkel. Wäre ein unbedeutendes Scharmützel gewesen, nicht erwähnenswert, das. Luftsturmregiment 40. 32.000 Elite-Soldaten hätten die Feier eröffnet. Kein Ding. Ich bitte Sie, Kaiserdamm dicht machen, Nachschub abwürgen. Wenn die überhaupt was gemerkt hätten. Ja. Flughäfen besetzen, Tempelhof Tegel, Bevölkerung internieren. Nicht erwähnenswert, das. An Hinkels Fingern klebte Honig und die klebten an der Serviette. Er versuchte, das lässige Papier von der Hand zu schütteln. Und reckte Paulus sein Kinn in Richtung gekreuzter Lanzen und Wildschweinfell. Wir hätten heute unseren Tisch. Dänemark, Hinkel, werden die Polen einmarschieren. Praktisch vor der Haustür. Wer hat schon gern Dänen im Hof? Von Jütland aus war alles vollgetankt und aufmunitioniert. So wie dieses Land seine Sprache entwickelt hat, so sieht die Armee aus, Hinkel. Dänen sind Verlierer. Die haben ganz spitze Köpfe, beobachtete Hinkel. Und die Augen, die sind richtig dick. Hinkel hatte sich von der Serviette befreit und begann sich vom Gegner ein Bild zu machen. Wenn wenigstens eine Großmacht sich dort breit gemacht hätte, ging es ihm durch den Kopf, aber Dänen, völlig bedeutungslose Menschen aus einem völlig überflüssigen Land, in dem Lispeln zur Schulbildung gehört. Richtig beobachtet, Hinkel. Der ganze Kopf ist zu schmal. Das macht den Gaumen eng und die Zunge kann nur nach vorn. Doch sind die Zähne auch bei denen. Sämtliches Erbgut dieses Volkes ist Altlast seiner schrecklichen Vergangenheit. Seitdem die ihre Felsen dort oben bevölkert haben, sind die vor allem ausgerissen. Was sich am Horizont bewegte, nur Hecheln über Generationen, das verändert Hinkel. Und wie Sie sehen, nicht zum Guten. Wissen Sie, Paulus, warum die Amerikaner so hohe Panzer haben? Stellte Hinkel eine außerdänische Frage, um sie gleich selbst zu beantworten. Weil die Cola-Automaten mitnehmen. Er schlug sich auf die Schenkel und lachte, und an der Hand, mit der er sich schlug, klebte wieder die Serviette. Paulus kannte den Witz, ihm war auch nicht zum Lachen, er schenkte Kaffee nach und begann in Erinnerungen zu schwelgen, halblaut zum Wildschweinfell hinüberblickend. Erinnern Sie sich, Onkel, 1990, das Ende unserer Kampfverbände, da wäre der Westen längst Geschichte gewesen. 4 Millionen Soldaten Kampftechnik vom Feinsten standen in den Startlöchern, standen sich Reifen, Ketten und Füße platt. Das eigene Volk hat uns verraten, Hinkel. Hätte uns damals nicht diese Truppe der Mäpskranker regiert und hätten sich im Nachhinein nicht noch die ganzen Friedenshomos und Waffen ihre lila Unterwäsche voll gemacht vor lauter Angst und Demokratie. Mensch, Hinkel, ich hätte kotzen. Wir haben die besten Feindbilder. Hinkel nickte. Ausgelöscht seine Armee, verschrottet seine Gulaschkanone, verkauft seine Wohnung. Ich bin damals noch einmal durch meine Einheit, blickte Hinkel in seine Kaffeetasse hinein, mich verabschieden, die Fahne einrollen. Nur beim Tod meiner Mutter habe ich mehr geflennt. Dänemark, Hinkel.
das merken Sie sich, ist ein ganz verlogener Verein. Ich denke, die hätten auch in der Wiedervereinigung ihre Finger drin. Ah, klare Sache. Die haben immer mit jedem kollabiert, stimmte die Tür ein. Und lehnte sich zurück. Paulus schaufelte Rührei nach und verbesserte. Kollaboriert, Inke. Sie möchten doch nicht werden wie die. Mittlerweile, sag ich doch. 1848, begann Paulus zu dozieren, wollten die sich schließlich unter den Nagel reißen. Da gab's wieder eins auf die Nase. Aber ändern, tut sich der Däne nicht. An dem Tisch machte man sich zum Aufbruch bereit. Da fiel Hinkel noch eine Kleinigkeit ins Auge. Die tragen doch Perückenhautos im Wartekampf. Dänen sind entweder blond oder kahl. Alles andere ist künstlich. Hinkel stellte Tassen und Teller übereinander, die Dänen gingen nach draußen und Paulus meinte, guckt sich einer den Saustall an. Unter dem Tisch könnte man ein Schweinfett füttern. Und obendrauf noch eins. Wenn ich schon keine Haare habe oder blonde und mich nicht verständigen kann, dann verhalte ich mich so still, dass ich mich selbst nicht höre. Tja, Paulus, fremden Tisch besetzt, eingesaut und abgehauen. Kennen wir doch. Alles haben wollen, alles verlottern lassen und stiften gehen. Hinkel streckte die Zunge heraus und begann demonstrativ zu hecheln. Paulus legte den Kopf in die Hände und dann überfiel es ihn wieder. Ich hatte auch eine letzte Runde gedreht, damals nach unserer Kapitulation, Hinkel. Das Herz hat es mir fast zerrissen. Fabrikneue Panzer, funkelnde Granaten, Handfeuerwaffen. Kleinkalibrig, großkalibrig, bis zum Horizont Munition. Ich rieche es noch, das Waffenölen, frischen Reifen, Gummi der Haubitzes, Marzipanaroma des Sprengstoffes reinbeißen können. Alles vorbei. Sein Kopf fiel auf die Brust. Lassen Sie uns das Herz nicht so schwer werden, Paulus. Schließlich haben wir Urlaub, sagte Hinkel. Und es sollte fröhlich klingen. Urlaub? Urlaub? Sind Sie sich der Tragweite dieses dänischen Affronts nicht bewusst? Die machen auch künftig mit uns, was sie wollen. Wir sind Reiter ohne Pferde, Mensch, Hinkel. Ich bin bei weitem kein Pazifist, Paulus. Und denen nicht leiden zu können, fällt mir leicht. Genauso leicht wie Ihnen. Aber wir haben Frieden und ich finde diesen Tisch in Ordnung. Frieden, schoss Paulus von seinem Stuhl in die Höhe. Eine Erfindung von Schwächlingen, von Pazifisten, von körnerfressenden Weibern, um noch mehr persönlichkeitslose Kinder in die Welt zu setzen, die wieder mit Joghurtbechern anstoßen auf noch mehr Frieden, die Zivildienst leisten. Merken Sie das nicht, Hinkel? Wie uns dieser Frieden von denen sterben lässt. Lassen Sie sich nicht aufhalten, Paulus, beim Sterben. Ich lebe, ich muss denen nicht mögen. Ich darf gehen, wenn ich sie satt habe, was ich hiermit tue, und zwar zur Schlossbesichtigung. Ich lasse mir von Ihnen den Tag nicht vermiesen, von denen nicht, und schon gar nicht von den Dänen.